Was poppin'? Willkommen bei einer neuen Episode von Trap House Kitchen. Money Boy, der Hustle King, back in the building. Und heute gucken wir Chicken und Brokkoli. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Ketten und ich hab sie alle an. Ey, der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Whoa, ey, was geht ab? Bei mir ist alles Gucci. Heute gucken wir Chicken und Brokkoli. Ein klassisches Gericht aus der American Chinese Küche. Zuallererst müssen wir aber natürlich den gebührenden Respekt erweisen an den Squad. Notification Gang. Check. We lit. Mein Ziel ist es immer, alles möglichst authentisch zu gucken. So wie man das Gericht auch bekommt in den USA. In den diversesten Chinese Restaurants. Dafür wird auch viel recherchiert und im Lab in der Trap House Kitchen experimentiert, um euch das authentischste Rezept zu zeigen. Chinese Gerichte kommen meistens mit sehr nice Soßen und diese diversen Soßen basieren häufig auf einer Base Sauce, der Brown Sauce, auch genannt Mother Sauce. Und heute zeige ich euch, wie man die zubereitet. Man hat das schon einmal gesehen bei meinem Orange Chicken Recipe. Aber hier nochmal für alle. Notification Gang, wir sind Lit Boy. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit dem Shit Boy. Everybody looking. Der Ginger wird wieder mit einem Spoon gepeelt. Ein Teelöffel fein gehackter Ingwer. Ein Teelöffel gepresster Knoblauch. Ein Teelöffel Frühlingszwiebel. 18 Gramm Zucker. 1,5 Esslöffel Sojasauce. Eine wichtige Geheimzutat. Cooking Wine, chinesischer Cooking Wine. Ein Tablespoon Cooking Wine. Ein halber Esslöffel Mushroom Flavored Soy Sauce. Ein halber Esslöffel Hoisin Sauce. Ein Esslöffel Oyster Sauce. Ein halber Teelöffel Sesamöl. Und zu guter Letzt 175 ml heiße Hühnerbrühe. Die wird einfach mit so einem Brühwürfel zubereitet. Heiße Hühnerbrühe. Umrühren. Das Ganze lassen wir jetzt auskühlen. Beim Auskühlen werden die Flavors der Frühlingszwiebel, vom Garlic und vom Ginger extrahiert. Ich habe hier einen herrlichen Brokkoli. Ganz frisch. Wir benötigen 250 Gramm Brokkoli, ein kleines Stück Karotte, 28 Gramm dünn geslicete Carrot, 270 Gramm White Chicken Meat, Chicken Breast, feinstes Geflügel. Das Chicken wird in einem Winkel von 45 Grad dünn gesliced. Wie wird das Chicken in den Chinese Restaurants immer so zart? Es gibt mehrere Tricks. Ich habe mich schon sehr viel mit dieser Frage beschäftigt. Check das aus, wie wir das Chicken schön tender machen, Chinese Restaurant Style. Wir transferieren die Chicken Breast in eine Bowl. Chicago Bears. Let's go. Zu dem Chicken kommt eine kleine Prise Salz, eine Mini-Prise White Pepper, ein wenig Knoblauchgranulat, 2 Esslöffel Wasser. Vermengen. Und das Chicken 10 bis 15 Minuten marinieren lassen. Die Soße wird abgeseiht. Tada! Die Brown Sauce ist fertig. Einen Esslöffel Maisstärke einarbeiten. So lange einarbeiten, bis die ganze Maisstärke verschwunden ist. Und nun ein halber Esslöffel Öl. Einarbeiten, bis das ganze Öl verschwunden ist.
So sieht unser Chicken jetzt aus. Ich liebe es, mit diesem Wok zu arbeiten. Ich habe den schon einige Jahre. Wenn man so einen Wok bekommt, ist er am Anfang silber. Dann muss man ihn einbrennen. Dafür gibt es viele Anleitungen im Internet. Und dann bekommt er eine Patina. Das ist die Bezeichnung für diese veränderte Oberfläche. Dann bleibt nichts mehr am Wok haften. Und man muss diesen Wok gar nicht mehr mit Geschirrspül, nie mehr mit Geschirrspülmittel waschen. Ich weiß nicht ganz, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass man in der chinesischen Küche der Auffassung ist, dass ein Wok sich erinnert an die vergangenen Gerichte, die darin schon gekocht wurden. Und wenn man dann ein neues Gericht guckt, dann nimmt das neue Gericht auch die Geschmäcker der Vergangenheit an. In der Zwischenzeit bereiten wir schon einen Slurry vor. Ein Esslöffel Maisstärke, ein Esslöffel Wasser. Und vermischen. Den Brokkoli für 45 Sekunden blanchieren. Drei Esslöffel Öl in den heißen Wok. Nach etwa 40 Sekunden wenden wir das Chicken und gucken es auf der anderen Seite noch 30 Sekunden. Und nun für etwa eine Minute stir fryen. Karotten und 30 Sekunden mit fryen. Den Brokkoli 30 Sekunden stir fryen. Brown Sauce und nun unser Slurry. Unser Chicken mit Brokkoli ist fertig. Wow! Und zu unserer heutigen Mahlzeit sippen wir Pepsi. Notification gang, this is lit boy. Trap House Kitchen, this is bike mit dem shit boy. Everybody. Ich bin wieder mal sehr begeistert vom Endergebnis. Rein optisch schon mal perfekt. Wir kommen zum Geschmackstest. Wow, das Chicken super tender, so wie man es aus den Chinese Restaurants kennt. Die Brown Sauce hittet. Chicken und Brokkoli in der Trap House Kitchen. Kocht mir das alle nach und wir sehen uns bei der Next Episode.
Das war's von mir, das war's von hier. Swag.